Da bin ich auf jeden Fall nicht. Warum springt jetzt plötzlich nach da? Dahin. Ah. Ja, Soul in One Golf. Ach, klar. Spielen wir ein bisschen Golf. Hail. Es ist Golf. Unglaublicher 3D-Effekt. So. Jetzt geht's ans Einlochen hier. Hell's Hole in One. Das ist so, als ob er heute sagen würde: Microsoft Golf oder sowas. Loch 1. Erst 403 Yards lang oder breit oder allgemein auf der Fläche her. Ich kenne mich mit diesem komischen amerikanischen Maß nicht aus. Soll es egal sein. Hauptsache, wir können gut hier einlochen, üben. Nein, wir möchten gleich ein Stroke Play haben. Wir sind natürlich Anfänger. Namens Spamir. Kürzen wir das mal ab. NKW reicht aus, ne? Okay. Was ist das hier? Wir könnten natürlich einen. Brauchen wir für einen Schläger? Ja, mal nicht übertreiben, wir. Wir nehmen den da. Na, ja, das ist schon. Der schon gut. Die anderen sind verlockend, aber ich weiß nicht. Okay. Let's go. Yeah. Okay, ich möchte schießen. Richten das mal. Hole in One wird es vielleicht nicht werden. So geht's in die Büsche. Ich. Ja, das ist ein Ball. Das ist ein Ball, sage ich euch. Der Schläger und, aber ich ist es so meine Beinposition. Wie ist das dann am besten hier so? Bisschen mehr so. Volle Kanne oder gebe ich nur so. Gehe ich mit Gefühl ran? Ich weiß nicht genau. Volle Kraft! Oh, da habe ich geschossen. Wir sind in der Büsche gelandet. Wir wollten aber mehr so dahin, ne? Habe ich gesagt. Ist ein Ball, ja. Haben wir hier so. Dance mal ein bisschen so ab. Antäuschen, da lang. Craft, craft, craft. Wir sind zurück auf dem Spielfeld. Ja, das ist okay. OP. Gebietsscan-Modus. Da ist der Ball. Wir tun mal schießen, tun wir nehmen das, ja. Das heißt von geradeaus. Hoch und das da. Ich glaube, das war mein erster vernünftiger Schuss. Er bleibt nicht stehen. Okay, die Richtung ist richtig. Ja, ja, ja. War ganz geschmeidig, sag ich mal, ne? Da kann und darf man nicht meckern. Das reicht schon. Sachte. Ich dachte, es gibt mal Zusammenfassung. Mhm. Okay. Tschüss. Ist ein bisschen. Ein bisschen so, ne? Ja, an den Bäumen vorbei und so.
Out of bounds. Das war ein guter Schlag. Hat auch ein bisschen den Busch gestreift, aber ansonsten ging es in die Richtung, die ich wollte. Macht er Platsch? Die Musik ist gar nicht mal schlecht, fällt mir gerade so ein, ne? Warum glitscht da oben die Grafik so? Okay, er ist jetzt so hochgesprungen, aber das war jetzt nicht so ganz die Richtung, die ich wollte. Also geht's zurück. Na gut, na gut. In den blauen Bereich. Die Grafik stoppt immer mehr. Ja. Darauf gönne ich mir mal einen Eiskaffee. Das Dumme ist, dass ich es gerade echt gut finde. Es ist mir auch viel peinlich, dass ich Golf gut finde. Ich werde wohl doch langsam alt, hä? Das Loch machen wir noch, ne? Das ist ganz gefährlich und Untergang. Wassergefahr. Nein, ich möchte das mehr so in diese Richtung haben. Da. So. Ja. Das war gewollt. Das war nicht so gut. Was aber Loch genährt, das ist wichtig. Wieso glitscht das eigentlich so rum, das Spiel? Ich muss wohl mal die Karte spusten. Und ab. Oh, wir kommen Sachen wirklich näher. Hätte ich gar nicht mal so gedacht. Pui. Cool. Das war wahrscheinlich gedacht, dass man einfach so schießt. Aber. Werden wir da nicht herausfinden. Schade. Denn es geht weiter mit einem viel zu großen Spiel. Auf geht's nach Harvest Moon. Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt, aber den Namen Harvest Moon kennt man halt, ne? Hallo, hallo. Von Tante und Tante. Und Onkel. Man muss sie ziehen lassen. Er ist bereits 11 Jahre alt, muss Pokémon fangen. Was ist hier los? Hallo, ich bin dein Onkel. Ich gebe dir eine Kuh. Danke. Denke ich mal, hat er gesagt. Willkommen. Ich habe einen Fleck auf meinem Monitor. Erntemond. Wie spielt man das? Von 1997, das ist eins der spätesten, eins der letzten Super Nintendo-Spiele überhaupt, wie es aussieht. Vor allem 97, da war die PlayStation schon raus. Menschen, die PlayStation, die auch jetzt mittlerweile äußerst retro ist.
aber halt weit fortschrittlicher als das Ding. Wie spielt man das? Ah, hier ist bestätigt mit der anderen Taste. Du läufst auf deiner Farm herum. Nichts da, du willst das mal hier einblenden. Du nimmst ein Werkzeug. Und dies. Mit diesen Werkzeugen. Ah, Sachen ausreißen. Das ist halt einfach mal voll Stardew Valley, ne? Ja, mal andersrum. Stardew Valley wurde natürlich hiervon inspiriert, ich weiß. Niemand benötigt mich darauf, dahin zu weisen in den Kommentaren. Das ist natürlich gar nicht tun, ne? Aber kann den Zaun da rausnehmen. Ich spaziere den Zaun um. Okay, ich hab verstanden. Das hat auch wirklich sehr geholfen. Starten. Neues Tagebuch. Hallo, du bist einer, der auf dieser Arbeit arbeiten sollte. Wie lautet dein Name? Ich bin natürlich jener hier. So nennt man mich. Mr. Hinken. Ich bin hier, Er ist der Bürgermeister. Nein, er ist nicht der Bürgermeister. Er hat ja das Sagen und er transportiert alle Waren, die ich so habe, weg. Sachen, die du brauchst, in die Shoppingkiste. Und falls du Fragen hast, wende dich einfach an die Leute in der Stadt. Ich denke mal, wenn man Stardew Valley gespielt hat, kennt man auch dieses Spiel. Oder umgekehrt halt, ne? Cool. Oh, Kakariko. Es gab schon viele Tote hier. Mach das so und so. Was heißt, weiß ich nicht. Ich bin nur ein kleiner Junge. Ah, ich kann laufen. Aber Person. Willkommen. Ich bin ein wandernder Bettler. Was ist Bettler? Händler. Ich hab gerade nichts zu verkaufen. Das ist aber ungünstig für dein Geschäft. Also, was verkaufen willst, bring es mir. Möchte ich es verkaufen? Er scheint Kirschbombe zu sein. Was sind noch tote Menschen? Hast du jemanden zu beerdigen? Wie geht's dir? In der Priester dieser Kirche? Wenn du Fragen hast, ne? Und zum Laden, dann, Fragen hast, geh mal in den Laden, die wissen Dinge hin, Leute. Wenn du andere Sachen hast, dann geh mal zum schwarzen Brett. Hallo. Schwarze Brett, wo bist du? Was ist das? Etwas, was ihr kennen sollte? Hey Person, hallo, hi. Hallo, wo kommst denn du her? Du managst die, Farm alleine, abseits von deinen, getrennt von deinen Eltern? Großartig, so klein und schon so fleißig. Du hast wirklich... Bei einer Übungen. Du hast tolle Eltern. Ui. Hier kann ich also Werkzeug kaufen wahrscheinlich. Hier kann ich, Essen kaufen. Hier kann ich mir einen gönnen. Hi. Die Bar ist heute geschlossen. Die Geschäftsstunden sind diese.
bist denn du? Hallo, du bist der 10-jährige Besitzer der Ranch? Nee, ich bin Aim. Nett, dich kennenzulernen. Hab ich... Ja, super. Montag, erster Tag des Frühlings, du hast 300 Gold. Geld, MS Gold, Geld. Schön, ich möchte es gerne wieder ausblenden. Okay. Meine Frau muss doch nicht einmal betreten, ne? Ich würde gerne mit dir reden. Es sind keine Werkzeuge, die ich hier benutzen könnte. Ich laufe mal heimlich so in deine Privatbereiche, ne? Und lese ein Tagebuch. Ich habe ein Tagebuch gefunden. Nein, wir lesen das nicht. Nicht, hier ist nichts drin. Wie jeder höfliche Gast durchwühle ich erstmal die Privatsache. Ja, bestimmt nichts drin, nein. Sei innovativ und das tägliche Leben und Verkaufssachen und so. Ist auch nichts drin. Was kann man bei euch überhaupt machen? Ich kann wahrscheinlich Küchen kaufen. Häfschlein. Weinsche. Ich will zurück zu meiner Farm. Ich schlage vor, du hörst dem Dorfbewohner noch ein bisschen mehr zu. Entschuldigung. Ich hab mich schon bedroht. Du musst alle kennenlernen. Floristen, Saatkorn, Notiz zu tun. Tomaten und Mais, Turnips. Tulpen? Kartoffeln und Gras. Im Sommer nur, das musst du beachten. Lies es gut durch. Hab ich wohl gelesen. Bitte im Frühling, die wachsen schnell. Pass gut auf, geht nur einmal pro Jahr, kosten nicht viel. Im Frühling und Sommer kannst du es pflanzen. Meide es im Herbst. Ui! Yeah! Kann ich bitte reden über die Theke? Willkommen. Willkommen. Ich möchte diesen Topf. Eine künstliche Blume. Natürlich nicht so toll für einen Laden, der die verkauft. Ich gehe da mal. Du siehst langweilig aus, werte Verkäuferin. Ich gehe jetzt in die Kirche. Erstmal einen schmissigen Song spielen hier. Eine sehr alte Orgel. Wer bist denn du? Ah, kennen wir uns schon mal gesehen? Gibst du von dieser Farm? Ich bin Maria. Schön, dich zu kennen, zu lernen, zu tun. Darf ich jetzt gehen? Ich würde gerne an meine Farm mal so rangehen und angucken und so. Lustigen Bart. Sprich mit mir. Okay, mach ich. Ei, geht's denn so? Was kann ich denn machen, ne? Ich bin hier der Chef. Es war voll irre, diese Treffen, ne? Ja, also haben wir alte Werkzeuge in der Scheune, ne? Und noch ein paar Handbücher, die man sie auch benutzt. Kratz, kratz, kratz. Hat mir einfach voll geholfen, ne? Also wenn du ein Problem hast, dann komm mal zurück zu mir. Ist das Verraterhaus oder sein Haus?
Ist das ein Wecker auf dem Sofa oder ist das Sofa kaputt oder was soll das darstellen? Ist das ein Bild von einem gestolperten, Kugel gestolpert ist? Hallo, Frau Bürgermeister. Kann ich schlecht lesen. Hey, wie geht's dir? Gerne. Gib nicht auf. Oh yeah. Ich hab eine Tochter. Sie ist vielleicht in der Kirche. Gleich mache ich Tochter des Bürgermeisters heiraten. Es gibt also Festivals hier. Das Blumenfest, das Erntefest, das Eierfest. Es gibt viele Feste. Immer Feste feiern. Hier sind Geschichtsbücher, denke ich. Was gibt's denn da? Mythen und Götter. Wirre Bücher. Die einfachen Lehren von Gott, Glückseligkeit im Leben und so. Hey. Ich dachte, ich komme woanders raus. Tagebücher? Nein, ich lese. Ist mir egal. Ich kann die Spinte leider nicht öffnen. Hier sind die Schränke. Ich dachte, ich komme woanders raus, wenn ich da reingehe. Nein, nicht woanders raus. Ich dachte, ich komme hier raus. Keinen Sinn macht, weil da ein Dings ist. Na gut, wir gehen hier mal. Ich hoffe, ich habe jetzt die wichtigsten Personen getroffen und getan. Hier nochmal entlang. Sie hat gesagt, hier ist zu, ne? Kann ich hier reingehen? Okay. Hallo. Habe ich ihn schon mal gesehen? Willkommen. Leckere Kuchen. Zeug für morgen. Ein Vogel. Hallo Vogel. Piep, 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 piep. Genau. Hier ist nichts drin. Wir lesen die Tagebücher wieder mal nicht. Alle getrennte Betten hier, ne? Aber sind wieder drei Betten. Aber keiner im Badezimmer. Wir müssen alle stinken, die Leute. Okay, hier kann ich vielleicht Farmzeug kaufen. Hi. Juhu. Ich lauf da mal rum. Hey Söhnchen. Vielleicht hast du hier irgendwie ein bisschen was hier für behalten und so, ne? So, es gab einen kleinen Babynotfall. Na? Er gibt mir nun Dinge. Hi. Ich möchte mit dir reden tun. Und zwar über den Tresen hinüber, damit du mir Dinge verkauft tust. Hat mir gerade gesagt. Möchtest du was kaufen? Quatsch mir nicht von der Seite an, Leute. Okay, ich möchte gar nichts kaufen. Ich möchte einfach nur... Oh. Wieder zu meiner Farm zurück, bitte. Oh. Da kann ich da noch reingehen. In dieses Tiny House. Ja, im Tiny House wohnt natürlich die übliche Wahrsagerin und ihre Tochter. Ich sage mir die Zukunft. Lektion der Liebe, Geschenke. Konversationen, Tagebücher, Feste und Heirat. Hohoho, Mister, du weißt gar nicht, wie du anfangen sollst, ne? Erstmal müsste lernen tun, wie die ganzen Werkzeuge in deiner Spanier funktionieren tun. Dann frag mal den Floristen über die Erdesachen und
den Kuhhändler überküchen. Okay, wer bist denn du? Frau Wahrsagerins Worte, weil sie immer ist richtig raus, ne? Genau wie die Wettervorhersage im Fernsehen. Yay! So, ich kenne mich aus, ich habe Stardew Valley gespielt. Möchte ich bitte gehen? Wer ist denn hier noch? Okay, wo verkriecht ihr euch? War ich da schon drin? Ah. Wir haben uns alles angesehen. Okay. Ich habe nicht das durchgelesen, was beim Tierhändler war. Schaue ich mir jetzt auch noch einmal an. Danke, dass du mich auf diese Wichtigkeit hingewiesen hast, Spiel. Ui. Das ist ja interessant gewesen, dankeschön. Jetzt gehe ich mal in deine Privatgemächer hier. Oh. Hi, du kaufst mir Sachen. So speziell heirate mich. Passiert nicht. Okay. Ist da noch irgendwas? Habe ich irgendwie verpasst? Den kenne ich bereits. Hier läuft auch niemand mehr rum. Der hat noch nichts. Der hat noch nichts. Das ist ein Junge. Das war's doch. Das war Harvest Moon.